da unten die Großstadt. Im poetischen Gleichmut ziehen Wolken über den Abgrund der Sünde. Wie viele Katzen mögen heute noch einsam sterben? Und wie viele Notrufe verhallen ungehört im Sog der Nacht? Ah, eine Bullenkutsche. Das ist sicher Frank, das korrupte Schwein. Wieder mal auf der Jagd nach Drogendealern, die seine Marge nicht gezahlt haben. Und da, die Grockock-Gang. Ihre Anführerin Hokina Lau putzt mal wieder die 57er Corvette. Einen geilen Arsch hatte sie ja schon immer. Nicht die Corvette, Hokina! Ach und hallo, da ist ja auch Whitler Shawfield. Mal sicher wieder mit einer Packung heißer Ware unterm Rückchen. Schaut, sie besteigt ihren Ferrari. Oder ist das ein Lambo? Ach, ist auch egal. Vielleicht liegt sie ja auch nur jemand um. Brumm, brumm. Ha, wusste ich's doch. Die Gang auf dem Highway. Und schau, schau, der Wauwau. Brav auf dem Beifahrersitz. Wusstet ihr, dass er auf den illustren Namen Beißer hört? Nomen est Omen. Idril? Was? Was machst du denn in meinem Film? Ich soll dir sagen, du bist gefeuert. Wir machen einen anderen Film. Was? Du wiederholst dich. Wir machen einen anderen Film, Capisco. Also du hast Feierabend. Wir drehen eine Komödie. Eine Komödie? Aber hallo, das hätte ich doch aussprechen können. Ich kann sehr komisch sein. Hört mal. Ich bin total komisch. Idril, verzieh dich. Pff, Dovi. Na gut, dann viel Spaß mit eurer Scheißkomödie. Schatz, was machst du denn so lange? Wenn wir noch wirklich beim Mittagessen bei Paul sein wollen, dann müssen wir doch echt langsam losfahren. Nur noch zu Ende spülen. Ich hätte man doch wirklich stehen lassen können. Eben nicht. Schatz, du verfährst dich doch eh wieder. Wollen wir nicht lieber zu Tante Lisbeth? Da weiß ich, wo es ist. Ich verfahr mich nicht. Paul hat mir doch dieses Dings da, Navigationsgerät geschenkt. Na dann. Guck mal, da kann ich alles Mögliche einstellen. Ich brauche bloß reintipseln, wo ich hin will. Und dann... Ja, dann ja, weiß auch noch nicht, aber das geht schon irgendwie. Egon, da ist eine Maus in der Küche! Ich regel das. Aua! Hasta la vista, Baby. War das nicht ein wenig überdimensioniert? Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Komm jetzt, wir sind spät dran. Das sagst ausgerechnet du. Das war nicht nett, das gibt Saures. Na, ist der teure Lotus wieder kaputt? Nö, ich frisiere den nur. Ja, er kriegt Strähnchen. Ich tausche nur die dreifach genoppelte Flanschparametrik gegen einen flach gebürsteten Luxationsmasturbator. Das bringt 12% mehr Abstraktion in der Tunnelmatrix. Was war das eben für ein Geballer bei euch? Sind die Russen gekommen? Egon hat nur mal wieder Mäuse gejagt. Mäuse? Die übernehmen eines Tages die Weltherrschaft. Denkt an meine Worte. Aha, sehr philosophisch. Gib mir mal den Hydroschraubenschlüssel. Vielen Dank fürs Einschalten. Bitte geben Sie nun Ihr Fahrziel ein. Gibt's das auch mit einer Männerstimme? Die klingt doch nett. Wollen wir sehen. Also ich habe ja Platz 12, Berlin. Vielen Dank. Ihre Route wird nun berechnet. Oh, danke, Süße. Hör sofort auf, mit dem Navi zu flirten. Och, wenn ich dieses Gebratsel nicht gleich in die Finger kriege, schmeiß ich die Kiste an die Wand. Okay, Schara,
Rückwärts einfädeln. Oh, perfider Rums das, was? Nach 50 Metern rechts auf den Highway 1 Richtung Draconis Headquarters abbiegen. Das klappt doch super. Na, das hätte ich auch noch ohne die Schlampe hingekriegt. Dem Straßenverlauf circa 2 Kilometer folgen. Hättest du hier nicht links abbiegen müssen? Unsinn, das Navi kennt sich viel besser aus. Na, wenn du es sagst. Mensch, Egon, was machst du denn schon wieder? Ich habe alles total gemacht! Geradeaus unter dem Torbogen in die Pampa. Müssen wir nicht da lang? Ach was! Und wieso fahren wir jetzt querfeldein? Das Navi wird uns halt die Chini gut, freu dich doch. Aber ohne Straße? Wer hat das Drehbuch geschrieben? Du oder ich? Du bist doof. Da hinten ist nur Wasser, außerdem gibt's die Sim gar nicht mehr. Ach, ein kleiner Schnitt, da sieht das keine Sau. Na, wenn du das sagst. Beachten Sie die Absperrung. Jetzt die brennende Leiche umfahren. Jetzt flüchten. Sind wir wirklich in Berlin? Halten Sie nicht an. Fahren Sie einfach weiter. Ich frag mich, wovon Sie hier leben. Von kleinen, dicken Isetta-Fahrern? Das war gemein, war das. Die nächsten 5 Kilometer Vollgas fahren. Jetzt links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt einfach nur straight nach unten, du Vollidiot. Mensch, Egon, das machst du denn schon wieder? Komm her, du alter Brummbär, gib Pfote, sonst verläufst du dich noch. Ich verlauf mich nicht. Wirklich? Meinst du schaffst es ohne Navi bis zur Bushaltestelle? Mach dich nicht lustig über mich, das ist nicht nett. Das Navi war kaputt. Das glaube ich. Das Navi hat dich nach Strich und Faden verarscht. Ach so ein Quatsch. Das ist doch bloß ein quasselndes Handy. Dem Paul werde ich aber was erzählen. Das tust du besser nicht, der lacht sich tot. Wir danken Ihnen, dass Sie mit dem Mausigationssystem gefahren sind. Was kann ich dafür? Das Navi hat total gesprungen. Vielleicht hättest du besser auf die Schilder achten sollen oder auf mich hören. Du hast doch selber nicht gewusst, wo es lang geht. Aber ich wusste, wo es nicht lang geht. Halt jetzt den Mund. Du, wär bloß nicht frech, alter Tattergreis. Sonst kannst du den Bus alleine nehmen. Und du findest nicht mal den Sitz. Das ist doch die Höhe. Ich weiß genau, wo der Sitz ist. Soll ich dir ein Schild umhängen für den Busfahrer? Da schreibe ich dann drauf, technikhöriger Kreis sucht digitalen Begleiter. Ich mach dir auch gleich ein Schild. Neunmal kluge Quasselstrippe sucht Backpfeife. Du denkreduzierter Kremmelkreis. Du brabbelnde Wackelstecke. Du mimmelnder Crashfahrer. Du eifersüchtige, aber fällt nichts mehr ein.
Komm, gib Kussi, sonst gibt's kein Abendessen. Was gibt's denn? Schweinebraten? Mit Klößen. Na gut. Inside, for a moment, to walk with me, for a moment, and think about it.